Hallo Taschenmesserfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir hier die Möglichkeit, die 49 G10 Variation vom MKM Malga 6 anzuschauen. Das ist ein cooles, ja, sag ich mal, Outdoor, Freizeit, Wandern, Picknick, Everyday Carry Taschenmesser. Und das gab es jetzt bisher mit Mikata-Griffschalen und mit Titan-Griffschalen. Und jetzt kommt es, sage ich mal, halt in der super outdoor-tauglichen, robusten, wasserunempfindlichen, wie auch immer, G10-Griffschalen-Variante. Was hier natürlich richtig toll daherkommt, ist natürlich Blaze Orange. Gefällt mir ja immer gut. Blaze Orange G10-Griffschalen, die finde ich einfach nur, ja, die knallen halt so schön. Ne? Und draußen für die Natur, würde ich sagen, ist das natürlich eine geile Kontrastfarbe zum Grün. Na, wenn ihr da am Picknicken seid und das Ding irgendwo mal ins Gras legt, das findet ihr auch sofort wieder, ne? Weil das Ding ist halt einfach eine Leuchtsignalfarbe. Und man muss da auch keine Angst haben, wenn das mal schmutzig oder dreckig wird, ne? Das ist GC, ne? Das könnt ihr einfach mit warmem Wasser, Seife, Bürste einfach wieder jederzeit schön sauber bekommen. Hat natürlich alles Wichtige dabei. Ein Korkenzieher. Wenn es vielleicht mal eine feuchtfröhliche Wanderung wird am Vatertag, ne, ist das vielleicht von Vorteil. Aber ich nutze es auch ganz gern. Du hast irgendwo einen Knoten drauf und kriegst ihn nicht auf. Ne? Kannst du wunderbar mit so einem Korkenzieher Knoten öffnen. Ne? Dann haben wir hier die Aale. Auch ein ganz praktisches Werkzeug. Auf der anderen Seite die beiden üblichen Verdächtigen. Schraubendreher, Flaschenöffner, Kapselheber, wie auch immer. Brauche ich auch immer sehr oft. Schraubendreher, sehr wichtig. Hier, wenn du mal einer Dose zu Leibe rücken willst oder irgendwo ein Loch reindrücken willst. Dann natürlich das Herzstück von dem Multitool, die Klinge. Und hier natürlich M390, pulvermetallurgischer Hochleistungsstahl, hält natürlich schön lange die Schärfe. Ne? Das ist natürlich die Besonderheit an diesen Taschenmessern. Ein ja, kompaktes Multitool mit einer Hochleistungsklinge. Schön in Stonewash, also auch schön unempfindlich gegen ja, Kratzer oder sonst was. Hier haben wir Mercury drauf, MKM. Made in Italy. Und was mir persönlich extrem gut gefällt an den Dingern, was ich auch immer viel verwende, ist eben, ne, bei mir in der Frühstückspause. Ich mache mir immer schön so einen Obstsalat, nehme ich als mit. Und wenn du dann am Rechner an der Tastatur sitzt, kannst du das natürlich ja nicht mit Fingern essen, sonst hast du da ja alles immer klebrig und zugesaut. Das ist jetzt anders, wie wenn du dann einfach nur ein Vesper dabei hast. Darum ist das hier dann meine Obstsalat-Cocktailgabel. Ne? Da kannst du dann wunderbar nebenher deine gesunde Obstschüssel leer machen. Oder wenn du in der Stadt unterwegs bist, Mittagspause, Imbissbude, hast du deine eigene Gabel dabei, Pommespiekser, ne? Kannst du mal schön zwischendurch eine Runde Pommes futtern und hast natürlich hier diese klasse Gabel dabei. Also ich finde die wirklich super. Und gerade dann hier, wenn es dann mal ein bisschen schmutziger wird, weil du halt dann doch versuchst, die Schwarzwälder Kirschtorte damit zu essen, ja, kein Problem, einfach kurz abwaschen und gut ist, ne, mit den Griffschalen. Die sind eigentlich da halt super unempfindlich. Aber was natürlich jetzt an diesen Messern auch genial ist, ihr seht, das sind halt verschraubte Griffschalen. Die sind von der Mechanik jetzt recht einfach her. Ne? Also ihr habt da keine Besonderheiten, die ihr beachten müsst. Ich sage jetzt mal an ein paar Jungs, die handwerklich begabt sind, vielleicht so eine kleine Holzfräse haben oder sowas. Und Holz ist ja auch dann ein wunderbares Material. Ne? Da nimmst du einfach mal hier ein bisschen die Maße von diesen Griffschalen, schmeißt deine Fräse an. Besorgst dir mal wunderschönes Holz, hast vielleicht irgendwo einen Holzrest her von irgendwas Tollem, so von irgendeinem Echtholzmöbelstück, was übrig oder wie auch immer. Was denkst du, so ein schönes Kirschholz mit dieser rötlichen Färbung oder ein schönes Walnuss oder vielleicht irgendwelche exotischen edlen Hölzer, hast du dir irgendwo so ein Stückchen Holz übrig, du brauchst ja nicht viel. Da fräst du dir aber mal ruckzuck so ein paar Griffschalen. Und selbst wenn du nur gut mit der Laubsäge umgehen kannst und eine ruhige Hand hast, bekommt man sowas hin. Und da ist natürlich dann nachher der Modding-Szene keine Grenzen gesetzt. Gerade in Verbindung mit Holz kannst du da wahrscheinlich die schönsten Sachen bauen. Abschrauben, abmessen, abzeichnen, aussägen, bisschen feilen, ölen,
Gut, ich bin jetzt hier nicht so der Holzspezialist, aber ich denke mal, alle Hobbyschreiner unter euch, die kriegen sowas wahrscheinlich locker hin. Und dann kannst du dir einfach mal, wenn du sagst, ah ja, okay, Orange ist ja schön und gut, aber jetzt will ich doch mal ein Nussholz dran machen, was Dunkles, was Helles, oder hast ein Ebenholz oder irgend sowas Schönes. Ja, da ist dem Spielspaß da natürlich keine Grenzen gesetzt. Und das ist natürlich auch nochmal so ein cooles Feature an solchen verschraubten Griffschalen. Und was mir gut gefällt, das Ding hat gut Grip. Selbst wenn du irgendwo unterwegs bist und musst mit der Klinge arbeiten oder ein Messer für die Kinder dann und sagst, sie sollen auch damit lernen, umzugehen, ne? Du hast hier halt einen guten Grip auf dieser Textur. Selbst mit nassen oder öligen Fingern, nimm mal an, du bist auf dem Campingplatz, gerade irgendwie Salat zubereiten, wie auch immer, Salatöl an den Fingern, auf diesen Griffschalen rutschst du nicht ab. Da hast du wirklich einen guten Grip. Das gefällt mir. Und dieses Blaze Orange Messer hier, also ich glaube, das wird sich schon richtig geil machen hier mit meinem großen Magna in Verbindung als kleines Multitool noch dabei. Ich glaube, da werde ich schwach. Ohne Witz, ich glaube, da werde ich schwach, weil Blaze Orange ist einfach cool. Aber wir haben noch andere Farben. Ein schön kräftiges Blau. Wer auf Blau steht, ist natürlich dann auch schön. Hier machen wir mal die Gabel raus. Richtig kräftiges Blau. Keine unnötigen großen Logos hier drauf. Ne? Griffschalen sind schön plain. Das ist natürlich schön. Dann, okay. All Black geht eigentlich auch immer, ne? Na gut, es ist ja nicht All Black, aber es ist doch durch dieses Dark Stonewash ist das jetzt eben nicht hell Silber, sondern ein bisschen dunkler. Und hier natürlich auch schön die Kombination für alle Freunde der schwarzen Liebhaber von schwarzen G10 ist das natürlich auch sehr schön. Und dann haben wir noch hier dieses Natur G10. So sieht es wohl aus, wenn es nicht eingefärbt wird. Auch bekannt als, ich glaube, Jade G10 hat man das auch mal benannt. Bisschen durchsichtig, auch cool, wenn man mal was ganz anderes will. Auch eine interessante Möglichkeit. So, dann machen wir mal den Korkenzieher raus. Dann haben wir hier noch ein, also das passt versticht mit dem Abschlussbild. Ne, kann man nehmen was anderes, haben wir zu wenig Platz. Dann nehmen wir dann den Dosenöffner, ne? Freunde. Malga. 6 in 3 schön knalligen G10 Ausführungen. Super robust, super unempfindlich gegen alle möglichen Arten von Flüssigkeiten und kannst du natürlich wieder wunderbar reinigen, wenn es da mal ein bisschen zugesaut hast. Ne? Ich sage ja hier mal, ne, so französischer Weichkäse, Schwarzwälder Kirschtorte oder mal ein schönes Speckfest bei euch oder euer klassisches Mettbrötchen. Da ist halt kein Thema, ne? Warm Wasser, Seife, Bürste. Und für die Modder unter euch natürlich auch eine interessante Geschichte. Okay, das war's. Ich sage danke fürs Einzelbewerten und Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye, euer Hebeli. Und ja, ich sag dann hier schon mal Mahlzeit.